Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Soul Link. Ich habe hier Vorstelle Joey, den habe ich irgendwie übersehen letzte Folge. Letzte Folge, by the way, gab es bei Flo. Ja. Und, da würde ich gerne mal an einer Stelle würde ich da reingucken. Ja. Und nur an einer Stelle? Ach, nein, an deiner Stelle. Ach so, okay. Sorry. An einer Stelle würde ich da mal reingucken, ja. Genau. Hier ist also noch keins über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber wahrscheinlich in Dynalos. Dann freu dich schon mal drauf. Dieses Flabby B gehört, halte ich fest, dem Pokémon-Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Deshalb haben wir 5 Pokémon vom Typ Fee gegen Pokémon diverse andere Typen antreten lassen. Ich heiße Sina. Ach, bringen uns jetzt bei. Was der Typ Fee ist. Okay. Krass, cool. Da freue ich mich aber. Ja, ich habe einfach mal weggeklickt, die kleinen Lurchi. Ja, besser ist auch. Die kleinen Lurche. Ich mir dasselbe nochmal anhören, Alter. Solche Lurche. Es gibt. Ihr Lurchenkinder! Na, wie verstehst du dich mit Voltolos? Ja. Und geh dich gar nichts an! Flying Press! Alter, für Voltolos? Wenn der das könnte, wäre Bang. Aber wahrscheinlich kann das nur Restladero. Es kann jeder! Weil das eigentlich eine andere Dings ist, oder? Bestimmt. Ja, dann funktioniert es so wieder. Wir dachten eigentlich, dass jedes Pokémon nur das lernen kann. Ja, weil es Rückkehr ist eigentlich, genau. Genau, dass jedes Pokémon nur die Attacken lernen kann, die auch wirklich da stehen. Aber es ist wieder so, dass jedes Pokémon die TM lernen kann, die es im Original war. Ja. Sprich, da es Rückkehr ist, kann jedes Pokémon das lernen. Und ich glaube, wir gehen da sowas von rein in Voltolos. Der lernt doch keine Flugattacken. Ich habe Doppelhieb bekommen. Das wäre gut für Knackrack für dich, aber... Flying Press, Digga. Jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's ab. Ja, ich denke gerade Vorgang weg. Das ist eigentlich schon geil. Kampfattacke und Flugattacke. Muss man immer so ein bisschen im Kopf überschlagen, was genau das jetzt bedeutet, aber ja. Ja. Okay. Stimmt. Das ist okay. Schon eine geile TM. Ist schon eine Ehre. Oh. Das stimmt. Oh, Illumina City, geil. Oh, ich hab's nicht vermisst. Oh, geil. Illumina City, ich sag. Okay, viel zu groß und dann in dieser Ansicht ist ja, Alter. Ja. Die Ansicht ist einfach schreckenhaft. Aber an sich zu groß, na, das nicht. Na, doch schon, glaube ich. Na, doch. Da geht noch was. Ist schon die größte Pokémon-Stadt, die es jemals gab, oder nicht? Es wird schon gut. Ja. Ich meine, es gibt fucking den Südring. Es gibt fucking Routen in dieser Stadt. Aber weil es gibt so auch ist. Neuburg, ja. Hä? Was? Gehen wir direkt ins Labor? Boah, ich hab keine Lust, mich in diese. Also, hier gibt's wahrscheinlich unendlich Items zu holen und so, aber ich hab wirklich gar keine Lust, mich umzugucken. Unendlich. Digga, Labor. Ich komm nicht klar! Geh doch ins Labor! Ich komm mit der Steuerung nicht klar. Zweiter Aufzug, ja. Aufzug, ein zweiter Geschoss, was weiß ich, Alter. Was weiß ich denn? Ach, ich geh jetzt. So, es gibt jetzt Starter auf jeden Fall für uns, Ne, erstmal müssen wir kämpfen und dann. Ne? Also, wir müssen kämpfen. Beruhige dich. Klar. Gegen wen müssen wir denn kämpfen? Na, gegen Platanius. Echt? Na klar. Oha, warum macht denn der das? Gibt's hier irgendwas abzuholen noch? Ja, schau du mal. Oh, Luxusbälle. Okay, ich komme. Nippmann. Oh, scheiße, ich komm doch nicht. Aha. Also, vielleicht schon, aber auf andere Weise. Verschissen. Endlich treffen wir uns. Okay, fein, fein, dann komm doch bitte mal mit. Okay. Die Klappe. Okay, Memo. Aua. Muss er hin? Okay, da. Gibt's nix. Toll, dass du den weiten Weg aus Essissia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit deinem Pokémon Spaß? Nö. Oh, nö, Musik nö, eigentlich nicht, Alter. Mhm. Da. Die Musik ist schon geil, aber auch ein bisschen... Na, ist schon cool. Meinst du, Symbolara hat ein Inkognito gefressen? Weil es sieht schon sehr so aus da hinten. Ich bin erotisch sehr erregt gerade. Ja, verstehe ich. Finden viele ganz nice. So, es geht rein in den Professor. Professor Mike. Mike? Mike Platan. Ich wusste gar nicht, dass der Mike heißt mit Vornamen. Vier Pokémon hat der. Vier? Ja, Special Trainer halt, ne? Klar. Ja, ich wusste gar nicht, dass das jetzt so spannend wird. Ich hoffe, ich bin fit. Ich bin fit. Okay. So, das ist ein erster Moment für Flying Press. Denn Kampf ist neutral effektiv, Flug wiederum ist sehr effektiv, ergibt zusammen sehr effektiv. Bam! Stimmt, du hast absolut recht. Zusammen mit dem Expertengurt. Krank. Das ballert. So, ich hab Bob. Der heißt Bob Mike Blathahn. Bob Mike. Bob Oder Mike ist Bob. Aber... Oh, ja. Alter, mit Pizza.
Oh, Garados! Mit Sandsturm. Okay, 10 Aura Bibiza. Na gut. Knall mal weg. Also bis hierhin erstmal sehr angenehm für mich, würde ich sagen. Sehe ich den Point? Voltolos hat aber auch jetzt eine geile Coverage mit Flying Press, quasi Kampf und Flug in einem Slot. Mehr oder weniger. Elektroattacken. Mhm. Unlichtattacke mit Biss. Und Oh, Alter. Hey, du hast Restladero einfach, obwohl ich Flying Press habe, ist ja witzig. Stimmt. Ja gut, Pinsel, Mega Pinsel ist schon ein bisschen scary so, aber. Ja, drückt Donnerblitz, stirbt er einfach. Ich hab Donnerschock nur, übertreib nicht. Er drückt im Donnerstock, stirbt er einfach. Okay, tatsächlich. Stimmt, der hat ja keine spezielle Defensive. Pinsel ist ja physisch defensiv nur sehr, sehr strong. Aber ein bisschen scary, wenn die plötzlich mit Mega Pokémon ankommen. Ja. Okay, das wird jetzt nochmal tricky. Niesel, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Wild. Ja, also Professor Platan war relativ machbar. Erstaunlich einfach. Was ist das? Eine Beere? Eine Kindobeere? Wer ernsthaft? Quapsel oder was? Alter, er ist ja giga gepreppt. Ja, also generell haben die hier auf jeden Fall auch Items, die besonderen Trainer. Und damit ihre Pokémon natürlich. Das heißt, da kann auch mal gerne auf einem Pokémon... Wach auf! da kann natürlich auf einem Pokémon auch mal so ein Seidenschall drauf sein, was Normalattacken ballert oder so. Oder halt Antitypen werden. Ja. Oh, mein Starter ist einfach plötzlich gespawnt. Alter, einfach gespawnt. Und die mächtigste Auswahl der Welt gefunden. Hä? Das sind zwei übelste Süße. Ich werde sowas von Quiekel nehmen, aber lass uns abwarten, auf was du bekommst. Ich finde die alle cool. Naja, Schnuthelm nicht. Also Schnuthelm finde ich an sich cool, aber spielerisch jetzt nicht so. Weiß ich jetzt. Also Quiekel ist nice, ja, aber der Rest ist doch... Ah, andererseits, Quiekel wäre halt mein drittes Boden-Pokémon, ne? Ja. Aber halt auch Eis. Eis wäre auch strong. Und es wäre... Ja, okay, nee, es resistet Eis nicht. Nur wenn es Speckschicht gehabt hätte. Aber Speckschicht. Vielleicht bin ich sogar eher beim... Oh, guck mal, wie geil er snifft, Alter. Mm. Alter, der sniffende Boss. Halbe Yogi Löw. Oh, den nehmen und Yogi Löw nennen? Nee. Okay. Rasier... Nee, also... nee. Wie lange brauchst du eigentlich für deinen Kampf? Ja, ich muss den noch ganz kurz, warte. So, der ist weg, guck. Und da bin ich ratzfatz durch. Ja, ich zieh mir gleich eine Line, holy. Soll ich mal machen? Könnt ihr. So, oh, Genesung. Ja. Mit Genesung gehe ich durch rein. Sind Sie soweit, ja? Noch nie jemand schlechter eine Line ziehen sehen als ich. Ja, ja. Das, man hat schon gemerkt, da steckt nicht viel Übung hinter. Aber das ist gut, das spricht für mich. Let's go! Okay! Ui. Mega-Voltenso! Mega-Voltenso, das Wasser-Pokémon Mega-Voltenso. Oder Prigaron. Ja gut, ich glaube, die Entscheidung bei dir ist gefallen, ne? Ja, Yorkliff. Ja, für mich wäre es eigentlich die klügste Wahl Makaba, ja. Und ich glaube, Echnatoll ist echt cool. Aber wann entwickelt der sich? 95 oder so? So, das Sympathie wäre safe, Quiekel. Safe. Makaba, ja. Entwickelt sich auf Level 34. Das geht halt voll. Findest? 34 ist doch okay. Da sind viele Pokémon erst entwickelt. Ja, entwickelt, richtig. Aber bei so einem Zweistufler ist das schon spät. Ja, ja, das schon, aber geht schon. Ich meine, wann ist Memo Memo? Der ja, muss, der muss, nein, der nein, muss... Nein, es geht nicht darum, nee, wann nee, Memo warte, Memo warte, ist. Warte, er wird ja Keifel. Ja, ja, er wird Keifel, richtig. Aber um Memo zu kriegen, muss er Antikraft lernen. Nein, muss er nicht mehr. Muss er nicht mehr. Und das lernt er doch hier ganz normal per Moveset. Nee. Doch. Nee. Doch, wie sonst? Nee. Attacken Aber ich glaube, ich gehe für Makaba, ja, tatsächlich. Ja, mach das mal. Entscheide mich gegen Quiekel. Einfach nur wegen den Typings, so ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich gehe Voltenso. Okay, möchtest du mir vielleicht einen Spitznamen geben? Nö. Eigentlich nicht. Aber doch, eigentlich schon, Alter. Den Henry-Maske.
Ne, Makabaya hattest du nicht als Starter vorhin, ne? Makabaya, ne. Naja, okay. Das ist nicht die dritte Wahl. Voltenso. Korrekt. Mega Voltenso. Mhm. Ich glaube noch nicht, dass der das bleibt, aber schauen wir mal. Was wird. Bin ich auch sehr gespannt, ob der Mega bleibt. Voltenso lala. Ich weiß nicht, ob das passt. Aber es passt mehr, als ich immer glaube. So. Voltenso lala. Ja, perfekt. Alter, perfekt. Nice. Ja, Henry Maske. Ja, Makaba ja? Henry Maske. Henry? Maske. Sir Henry Maske? Alter, sogar ein Tutok Need noch dazu bekommen. Sir Henry Maske? Sir Henry Maske, ja. Passt aber wahrscheinlich nicht. Ja, aber Henry Maske reicht ja auch. Mann, aber Sir? Wenn Sir passt, Henry? Passt. Henry. Henry. Maske. Passt ein Buchstabe sie. Fehlt. Dann nenn ihn doch. Sir Henry Sir, Musk? Sir Henry Musk. Na komm, wir machen Henry Musk. Okay. So, ja. Ich habe keine Ahnung, ob der so geschrieben wird, aber ja. Henry Musk. Henry Musk. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr eher den Namen Henry oder Henry besser findet, die Aussprache Henry. Für den Namen. So. Alter, was labert ihr eigentlich die ganze Scheißzeit, Mann? Ey, nice, ich habe auch nochmal Tutoknit bekommen. Wir haben uns beide für das Wasser-Pokémon entschieden. Was ein Zufall. Cool. Ich habe Füllerei. Oha, wobei weiß ich noch gar nicht so genau, ob das so geil ist. Aber theoretisch ist es gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein sehr schnelles Pokémon. Mit Tackle. Mit Tackle. Das ist ja Banger, Alter. Und die Machtlinse als Item. Machtlinse erhöht EVs und halbiert dein Speed, ne? Wodurch dein Pokémon gar nicht mehr so super schnell ist. Stimmt. Oh, Henry Maske trägt auch ein Item. Und zwar Zauberwasser. Ui! Das ist tatsächlich sehr nützlich gerade. Kannst du mir das mal rüberschmeißen, Alter? Warte mal, ich könnte jedem meiner Pokémon Flying Press beibringen. Theoretisch schon, ja. Boah. Ich finde, ein bisschen passen sollte es schon. Ja. Bei Voltolos ist doch... Bei Voltolos ja, genau. Deswegen habe ich ja bei Voltolos auch gar nicht gezögert, so. Aber jetzt jedem Flying Press beibringen? Na, das ist irgendwie wack. Nee, das machen wir übrigens mit VMs auch so. VMs, Kompatibilität ist bei jedem Pokémon komplett aufgedreht. Also jedes Pokémon kann jede VM lernen. Mhm. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nur VMs beibringen, wenn sie erstens passen. Und zweitens, wir dürfen sie nicht spammen. Also wir dürfen jetzt nicht jedem Pokémon in unserem Team Surfer beibringen. Richtig. Das ist so ein bisschen... Wer ist er denn? Er ist doch der Endboss. Warum spaziert hier rum? Hä? Habe ich jetzt gespoilert? Na, du doch nicht. Okay, sorry. Okay, dann gehen wir jetzt... was ist denn mit dir? Wieso denn? Mit denen hier meine ich. Ach so, sorry. Warum sind die hier? Das sind ganz schön viele Charakter, so, ne? Ist so. Vor allem nur so ganz weirde. Naja. Okay, die gibt Luxusbälle safe immer. Gut, gut. Yes, ansonsten gab es hier oben nichts, ne? Im zweiten Stock mal. Nur Schmutz. Okay, wir müssen jetzt dann auf die nächste Route theoretisch gehen. Oder erstmal ins Café? Boah, ich glaube erstmal ins Café. Kennst du dieses Spiel so gut? Boah, weil ich ein krasser Banger bin. Ich weiß gar nichts mehr davon. Dürfen wir Route? Aber deswegen hast du der dümmste Flieg gewonnen und ich nicht. Ja, stimmt. Genau deswegen. Okay, wir müssen erst ins Café. Wenn ich schon diese ganzen Textboxen da sehe, ne, kriege ich schon wieder Anxieties. Das ist ja crazy. Anxieties. okay. Geh mal Kaffee trinken, oder? Ja, okay. Wenn du mir sagst, navigier mich. Links? Ah ja, gleich dann, ne? Eines Tages. Ey, das ist der Champ! Warum sind denn die alle hier so casual unterwegs? Ja, das ist die Hauptstadt, Junge. Hier leben die alle. Sorry. Ein Wunder, warum ich die so stressig finde. Warum spoilerst du außerdem die ganze Zeit links? Eines Tages werde ich nach links gehen. Zeigen dir den Weg. Guck da, wo Dings steht, da. Ach so. Hier, die mit den Zöpfen. Und dann noch weiter. Ja, ja, die mit den Zöpfen. Okay, dann noch viel weiter. Viel weiter. So. Guck mal, geht der sogar Südring muss ja jetzt erstmal an den Nordpol laufen. Diese Drehung ist geisteskrank. Ja. Ich sehe gar nicht, was vor mir ist, ne? Aber ist okay.
Es ist wirklich lächerlich. Da irgendwo jetzt rechts rein. Ja, in dieser Gasse, das sieht doch noch mal aus. Nein, nicht da. Nicht da. Ja, weiß ich doch. Du bist viel zu weit. Ach komm, dann drehen wir um. Hier. Da, wo das Kaffee ist. Ja, wusste ich doch. Ja. Was für viel zu weit. Hab dich nur getestet. Hier ist gar nichts. Das ist der richtige Kaffee. Warte, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch fragen, ob da was abgeht. Weil man musste da noch zu dem... Was machst du denn? Also na, guck mal, der gibt mir doch bestimmt einen. Du musst doch da eh gleich wieder rein. Hier muss ich gleich wieder rein. Oder? Ich weiß es doch auch nicht mehr, Alter. Keiner checkt irgendwas so hier. Einen Bullshit. Weitwinkelobjektiv, so nämlich. Genau, den bräuchte man echt in der Stadt, Alter. Okay, wo ist jetzt? Ich bin zu weit, scheinbar. Scheinbar. Digga, ich hasse das so sehr. Aber es ist schon im Südring. Ja, wo läufst du jetzt wieder zurück? Ja, ja. Ja, ist richtig, ja. Glaube ich. Andere Straßenseite halt, glaube ich. Wo bist denn jetzt? Was tust du? Hier kann ich nicht. Verstehst du jetzt, warum ich diese Stadt so sehr hasse? Ich komme mit nichts klar. Weder mit der Steuerung noch mit der Orientierung. Können wir ein bisschen was sehen von vorne? Da ist auch ein Kaffee. Wo denn? Eben schon? Das hier? Ja. Da war ich bestimmt eben. Na, dann geh noch weiter. Da war ich schon. Dann geh weiter. Da unten, ihr steht doch alle davor, oder nicht, vor dem Kaffee? Da. Achso, ihr sagt es doch, dass die davor stehen. Hi. Oh nein! Scheiße. Nein! Nicht Mr. Urkraft! Oh nee, Urkräfte übrigens verboten. Verboten, nein, ich mach jetzt schon, einfach weil die. Illegal! Oh, ich bin wieder. Jetzt. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, wann ist endlich der Moment gekommen, wo ich dieses Spiel wieder anfange zu hassen. Weil bisher fand ich es gar nicht so schlimm, aber gerade ist wieder so der Moment, wo ich sage, deswegen einer der Gründe, warum ich Gen 6 wirklich nicht leiden konnte. Illumina City einfach der Game Changer. Wobei man sagen muss, dass Gen 6 für uns eine extrem hohe Bedeutung hat. Denn das war so unsere Gen, mit der wir wieder eingestiegen sind und zusammen auch viel Pokémon gespielt haben. Stimmt. Haben wir gar nicht drüber geredet. Stimmt. Dass wir immer ganz viel um den Illumina-Turm da gezirkelt sind und Sachen gebreedet haben und zum ersten Mal so ein bisschen reingegangen sind in Competitive. So mit TVs und so, auch wenn wir das alles nicht optimal gemacht haben. Aber ja, gab es hier irgendwas? Nö. Okay. Das stimmt, ja. Wir haben früher mit unseren gezüchteten Pokémon noch gekämpft, erstmal. Wir haben so richtig über die Pokémon gezüchtet, gebreedet und gekämpft damit. Und dann gab es natürlich auch das erste Arena-Battle in XY, ne? Richtig, das fing dann so langsam an. Also das waren wirklich die kompetitiven Anfangszeiten. Also ich habe früher als Kind schon immer Gen 3 Kampfzone und sowas gemacht und auch ein paar Kämpfe mit einem Kumpel, aber so richtig mit DVs auseinandersetzen und so, das kam dann erst in dem Zeitstrang. Was ist los? Route. Hier, Encounter meine ich. Ja, geh rein. Gönn dir. Okay. Dann können wir erst Hauptfokus auf dich machen. Was? Ist der Kong? Oh, wir haben gerade über ihn geredet. Oh, geil, Alter. So ein süß, Mann. Das ist ja so passend. Wenn ich jetzt Castado bekommen würde, es wäre so geil. Das wäre halt. Aber die Chancen sind, glaube ich, nicht sehr hoch. Aber jetzt mal for real, ne? Ja. Der ist schon shit, oder? Voltula nicht. Wartzapf, ja. Voltula auch. Nein, Voltula ist cool. Mein Encounter ist. Boreos, Alter. Hä? Okay. Ja, let's go. Flying Press. We go. Gut. Das ist doch ganz fein erstmal. Na, gönn dir ruhig. Ja, ich werde hier erstmal ein bisschen was vorbereiten. Ich bin froh, ein paar Superbälle zu haben, wenn es auch nur drei sind oder so. Oh Gott, du scheiterst schon an WhatsApp. Das ist gar nicht gut. Ich scheitere doch gar nicht. Mach vorsichtig, okay? Ja. Vorsichtig. Ja. Ich gehe in Volten so. Ich kann nicht ausgetauscht werden. Der hat Wegsperre oder so ein Scheiß. Oder Magnetfalle. Könnte sein wieder. Oh, komm. Ich will den jetzt nicht irgendwie angreifen. Der stirbt doch an allem. Ich kenne den doch. Du hast doch gute Sperrstep, oder? 22, 20. Überleg gerade, mit wem ich den am besten schwäche. Wahrscheinlich mit wer ist da? Blutsauger. Ist das hier schon Stärke? Ja. Okay. Ist gar nicht so schlechter Schaden, um ehrlich zu sein, ne? Ja. Okay. Ich hab ein bisschen Sorgen auch, aber geht schon. Kann ich jetzt hier nicht raus. Ich weiß nicht genau, wie ich den
Flying Press überlebt er, das ist halt Stab. Irgendwie so halb. Boah, du bist auch 10 Level drüber oder so, ne? So, Spaßkanone. Drop das irgendeine Verteidigung? Nee, ne? Angriff, Spezialangriff, right? Spaßkanone! Oh, was, Verteidigung auch? Ja. Ja, jetzt ist Flying Press auf jeden Fall risky. Ich meine, ich könnte in Henry Maske gehen. Wir probieren mal Henry Maske. Ich bin bereit, Henry Maske zu opfern für den Boreos. Hallo? Was denn? Das ist mein Voltenso! Ja, sorry. Achso, das ist Rüdiger. Rüdiger! Au! Das ist doch auf minus 1. Okay. Dumme Sau. Ja, es wird ein schönes Pärchen. Rüdiger und Boris. Die Guten. Windstoß, okay. Oh, das ist Stab und alles. Achso. Ja, mal gucken, was mal. Jetzt habe ich 2 Elektro-Pokémon, das ist ja so Schmutz. Okay. Das macht gar nichts. Das war ein Crit! Oh, Alter. Der hat Multischuppe. Wieso konnte ich nicht. Ach, wegen Spinnennetz bestimmt. Ah! Hä, du hast dich einfach trappen lassen und hast es nicht mal gemerkt. Ja. Multischuppe aber witzig. Als Ding. Multischuppe ist ja geisteskrank. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ist nice. Ja, ich kann den, glaube ich, nicht schwächen. Ich wüsste nicht wie, ohne dass ich Angst habe, dass der stirbt. Sehe ich den Punkt da? Ich probiere mal einen Pokéball. Ich habe einen Timerball nachher noch. Boah, aber der wird schwer zu fangen sein, oder? Safe. Ultra schwer. 1. Ist schon mal ein okay. Wäre aber nice gewesen, wenn es direkt drin geblieben wäre. Ja, ja. Pokémon gegen Preise tauschen? Ha. Boah. Gibt ja kranken Stuff hier. Das wird spannend. Schaffst du schon. Ich habe Superbälle ein paar wenige und Timerball. Aber er wackelt schon zweimal. Er wackelt dreimal. Boah, ich dachte. Oh, schade. Mann. Schade, schade. Okay, was gibt's hier beim Shop? Oha. Mein Gott. Okay, der Rest ist gar nicht mehr so krass, aber die ersten zwei sind ja crazy. Mein Kiefertrutz ist auch okay. Ja, ist okay, ja. Das ist wahr. Naja, für 20.000 nicht mehr. Aber, boah, die beiden hätte ich schon 20.000. Ja. Kiefertrutz wäre ja gerade für WhatsApp auch ein nicer Step, so. Yes. Bei Feuchtmulch, ich kann ich doch verkaufen, oder? 100 nur? Nee, dann behalte ich's. Das behalte ich, den brauche ich noch. Machtlinse für 1,5? Ja. Rabattmarke? Uff, 10. Okay. Küstensalz. Okay, weißt du, was ich jetzt tue? Nee. Werde einen Supertrank investieren. Ja. Ah, nee, brauche ich gar nicht. Ich werde einen Trank investieren, ich darf ja einmal heilen und heile Henry Maske und greife den nochmal an. Es ist nicht viel Damage, aber ich kann ja auch vorher noch einen Umweg machen auf den Boy hier mit Spaßkanone. Spaßkanone! Senke die Death einfach noch um 17 Stufen und greife dann einmal mit Erstauner an. Das ist jetzt der geisteskranke Plan. Der geisteskranke Plan. Ja. Okay, sieht der Wasser scheint irgendwas zu sein, das nur WhatsApp lernen kann, tatsächlich. Ah. Findest du, das passt zu WhatsApp? Sieht der Wasser, ja. Ja, ne? Safe. Du bist ein Idiot. Hallo? Ja, aber mach den Schutz. Also WhatsApp gönn ich. Aber denk dran, dass du WhatsApp noch nicht benutzen darfst. Ach komm, der kann auch Gift-Hieb lernen. Ja, benutzen, beschmutzen, sag ich immer. Richtig. Ja, Gift-Hieb kann ja von Natur aus. Beschmutzen? Tatsächlich. Also Voltula. Gift-Hieb? Ja, ja. Ah. Kranker Typ, Alter. Hey, du flinchst mich. Okay. Der ist jetzt minus 3, Dev. Schaffst du es doch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss den schon gut schwächen gerade. Aber du schwächst ihn doch gar nicht, oder? Ich droppe seine Verteidigung, weil ich mit Makaba ja einen Erstauner rausbekomme. Und der Schaden, den der gerade hat, war ein Erstauner-Crit auf minus 1. Okay. Mehr kann ich nicht gewährleisten mit Makaba, ja. Gewährleisten? Außer der drückt dann genau in dem Turn Angeberei, dann wäre ein bisschen kritisch. Ohne Sanftglocke. Das killt dann auch nicht, oder? Hoffe ich. So, ich wechsle mal jetzt auf Makaba, ja. Ja. Den habe ich extra geheilt. Aber ich glaube, ich muss Boja schwächen, um den zu fangen. Ich habe keine Ahnung, wie viel dieser Erstauner machen wird, wenn er jetzt Angeberei einsetzt, ne? Aua. Okay. Aua. Der Crit wird richtig wehtun.
2 so. KP, Digga. Erstauner. Ich habe Angst. Mhm. Okay, er geht auch nur für Erstauner. Bitte nicht flinchen, bitte nicht flinchen, bitte nicht flinchen, bitte nicht flinchen. Okay. Okay, und? Okay, okay, es ist fein, ist fein. War wieder ein Crit, okay. Alter, Crit, das war ein Crit. Crit Machine. Ja, aber stell dir vor, er hat mich auf plus 2 geballert und ich hätte gecritet, dann wäre tot. Das stimmt. Ja, dann. Also mehr kriege ich nicht. Also, wir gehen für den Superball. Bleib drin. Superball, du schaffst das. Bitte, bitte, bitte. Gar nichts. Okay. Was ist das? Gönn dir. Ja, ich habe danach noch sehr viele Pokebälle und dann habe ich noch einen Timerball. Wie viele Runden bist du schon drin? Das ist viele. Oh Gott, die Superbälle haben gar nichts gebracht. Ja, Timerbälle sind ja erst ab 30 Runden oder so am effektivsten. Ja, ja, deswegen stall ich schon noch ein bisschen. Aber ich habe fünfmal Spaß, viermal Spaßkanone eingesetzt, zweimal Erstauner, mich einmal selbst angegriffen. Ja. Naja, ich mach das schon mal hier weiter, ne? Sandwirbel, so ein Shit. Ja, mach du mal. Na, genau. Ich fang den. Aber denk dran, ohne Watzapf. Ohne Watzapf. Er hat einen Doppelkampf direkt Watzapf vorne. Die beiden schaffe ich. Boah, mit Bedroher nicht. Okay, dann machen wir mal so Confusion auf den und so ein Plupstrahl. Seit ich den geschwächt habe, ist vorbei. Warte mal, ist das nicht auch so, wenn du ein Pokémon, was höher leverig ist, dann hast du höhere Chance, ne? Ist das so? Ich glaube ja. Das klingt aber gar nicht danach, aber gut. War das so? Wenn du im Vergleich zum gefangen werdenden Pokémon höher bist, erhöht das auch deine Chance? Boah, keine Ahnung, ob das Halbwissen ist. Eine Eisenabwehr nehme ich mit. Ein bisschen Setup-Schmetup, Alter. Nimmt man. Dann habe ich die Superbälle wahrscheinlich ein bisschen gewastet. Wenn es so sein sollte. Aber irgendwie klingt das nicht richtig. Komm schon. Boris! Du willst es doch auch, Boris. Mein Boris! Warum bist du jetzt so, Boris? Aua. Okay, geht. Mann. Geht klar. Kein Wunder, dass sich niemand leidet. Luxusball! Kann. Luxusball? Cool. Siehst du, einmal? Oh. Zweimal? Oh. Aber der Boris, der steht auf Geld. Der steht auf Geld? Ja, ja, guck ihn doch an. Also er steht generell gar nicht, selten, aber auf Geld steht er. Ja, sehe ich den Punkt. Okay. So, Leute, noch 15 Tries. 15? Eins. Huch! Zwei! Plötzlich. Aha! Aber er will es. Kämpfen oder was? Rein in die Bitcoin. Rein in die Bitcoin-Minen. Let's go. Komm schon. Cammy? Wieso heißt denn der Cammy bei dir? Mit Skalück? Einmal. Zweimal. Alter, dreimal, zweimal in Folge. Skalück ist ja ein frecher Fratz, ne? Und Lichtflug hittet quasi alle Pokémon, die ich einsetzen kann, sehr gut. Mhm. Außer Voltenso Lala, aber der ist Level 10. Und hat nur Tackle. Und hat nur Tackle. Ja gut, dann greife ich einfach mal an, ne? Schöne Vergeltung. Pflücker, na klar. Streak ist gerissen. Uah. Bam! Hast du den weggehauen einfach? No. Okay, läuft. Dafür, dass es ein Skalück ist. Pfui. Ich glaube, ich werfe wirklich den Timerball als letztes, weil dann bin ich mir sicher, dass es die maximalste Chance ist, die ich rausholen kann. Ja. Komm schon, bitte. Und danach musst du dringend Bälle kaufen. Mhm. Na gut, dass der nicht so viel Schaden macht, ne? Ja, ja, ist halt nur Level 8, ne? Ja. Ich werde auf jeden Fall dann für den Timerball auch nochmal rausgehen auf Voltolos. Der ist nochmal ein Level höher. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich bin mir da absolut unsicher. Es könnte wahr sein. Es könnte absoluter Humbug sein. Humbug. Humbug. Humbug möchte ich bitte als Boomerwort 2025 sehen. Oh ja, wäre schon geil, oder? Humbug ist schon nice, ja. Okay. Ja. Sieht doch alles solide aus soweit. Okay, aber 14 KP muss ich rauswechseln, wenn ich auf 14 oder unter 14 bin. Vielleicht sogar schon eher Richtung 15, 16. Wegen dem Quiddy-Schmiddy? Mm.
Eins. Aha, okay. Trainer okay. Hoffen. Mit deiner Tora, Digga. 17 sollte ich noch drin bleiben können. Aber ein bisschen Angst habe ich. Sehe ich den Point? Muss doch einfach nur drin bleiben. Was ist denn daran so schlimm jetzt, Boris? Jetzt mach halt! Hä? Das ist das wäre der nächste Encounter, der uns abhanden geht, ne? Ja. Das wäre langsam echt schlecht. Echt, Okay, jetzt muss ich wechseln. Der Rauflass oder so ein Scheiß? Da kommt auch der Crit. Der Crit! Erstmal in den. Schön ausgesaugt, den Lauch. Lecker Schmecker Tanatora KP. Das bringt leider alles nix. Das bringt leider alles nix. Fünf ne? Tries noch, okay. Versuch Nummer 1 von 5. 5 nur noch? Ja, ich sitze ja jetzt hier auch schon den ganzen Part. Das stimmt. Ja. Du bist so 3 Kilometer vor mir, ne? Verirrt hast. Ja, alles gut, ich warte auf dich. Ja, musst du ja, bleibt dir ja nicht viel anderes übrig. Ich hab einen gewissen Punkt. Sonderbonbon, ja. Okay, nur noch 3 Tries. Das ist immer das Bitterste, wenn es am Ende... Weißt du, wenn du so viel Zeit reinsteckst und am Ende nichts bei rumkommt. Gar nichts. Safe. Wenn er jetzt am Ende drin bleibt, ist alles cool. Bleibt er jetzt, pass auf. Nur noch 3 Tries. Das ist so ein Dreckiger. Ein Verzweifler. Okay. Stimmt, auf Verzweifler könnte ich noch gamblen. Alter. Hast du den Timerball noch? Ja. Der Timerball ist noch da, ja. Aber Windschuss hat er so 35 Mal. Na, true. Also ich glaube, das schaffe ich KP-technisch nicht, jetzt so lange hin und her zu wechseln. Ich glaube, einen Erstauner kriege ich auch nicht mehr safe raus. So, dass man dieses Risiko noch eingehen könnte, von daher. Mhm. Ich gucke wirklich nochmal jetzt alles durch, ob ich noch irgendwo eine Möglichkeit habe. Nein. Ich könnte mit Dunkelnebel die Stats resetten. Das bringt dann nichts. Nee. Aussetzer. Aber ist auch auf Henry Maske, ist auch schwierig. Ja, das killt alles. Flying Press am Anfang wäre noch eine Chance gewesen, aber weiß man noch nicht, wie viel das macht. Ja, okay. Es ist Timerball an der Zeit. Bin mit dem höchstleveligen drin. Letzter Ball, der mir bleibt, habe ich in irgendeinem Busch gefunden. Komm schon. Bitte, bitte, Boreas. Bitte, 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 bitte. Du dummes Arschwesen, Alter. Instant? Du, das Wackeln hat ja nichts zu bedeuten. Hat mir ein weiser Mann mal gesagt. Es war alles um fucking sonst. Was für Flucht gescheitert. Der nimmt dich jetzt noch auseinander komplett. Ja, kann passieren. Ich weiß nicht, ob ich verwirrt bin. Eigentlich sollte ich noch überleben. Okay. Oh, ist das depressing. Ja, dann ist, Rüdiger Geschichte, ja. Rüdiger ist Geschichte. Wie hatten wir das damals gemacht? War das Route bei Route? Oder hatten wir das später einfach noch verlinkt? Ach so. Ach so. Ja, eigentlich haben wir das ja jetzt bei dem anderen schon gemacht, dass, dass es nicht so ist, ne? Wo ist das Pokémon Center? Wenn du reinkommst nach links. Ach so? Nee. Wo bist du zur Hölle? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. War das überhaupt dieselbe Route, wo wir waren? Ich gehe davon aus. Warst du bis hier rein? Ja, noch weiter, 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 weiter. Geradeaus. Aber das ist ja rechts dann. Nicht wenn links. Du reinkommst rechts, habe ich nicht gesagt. Habe ich links gesagt? Da ist es. Ja. Sorry. Mann, Mann, Mann. Ja. Schön. Nee, ist toll. Freut mich. Rüdiger, war schön war mit dir. Super. Siehte, warst du umsonst gekauft? Gut. Wir können ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Sollten wir diese Mons aufbewahren? Wenn ja, dann hast du jetzt, glaube ich, 2 mehr als ich, weil ich habe zuletzt geteleportet. Guck mal, wir haben jetzt einmal, du hast einen Mon besiegt, teleport und nicht fangen können.
Ja. Das ist auf jeden Fall abwechslungsreich, wie wir die Mons nicht bekommen. True. Ist von allem was dabei. Da kann man nicht meckern. Habe ich eigentlich schon geguckt, was es hier gibt? Ich glaube nämlich nicht. Das können wir ja nochmal kurz schauen. Gesichte, Turmkick, Risikotackle, Schärfer, Psychop. Hast du alles schön Schmutz abbekommen. Schön. Ja, also Turmkick ist natürlich... Turmkick ist okay. Krass. Für 10k ist gut. Aber gefährlich. Auf jeden Fall. Ja, und hier halt natürlich den üblichen Stuff, wovon ich auf jeden Fall, ja... Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verkaufen kann noch, um Bälle zu mir zu generieren. Wahrscheinlich schon. Grünen Schal bringt gar nichts, ne? Weiß ich nicht. Ja, 50, an Geld. Alter. Das ist ein bisschen illegal. Was machen diese Schals dann eigentlich? Sind das wirklich einzige Sachen oder was? Ja, ich glaube, für die Wettbewerbe stand da gerade. Der Upgrade Sonnenstein, weiß ich halt nicht, ob ich das jemals brauchen werde. Wahrscheinlich nicht. Top Erta kann ich, glaube ich, gut verkaufen. Top Erta. Das ist unwichtig. Ja, okay. Dann wahrscheinlich ein paar Pokebälle, ein paar Superbälle. Und hoffen, dass wir gegen ein paar Trainer gut Progress machen. Ja, wir bekommen ja bald wieder neue Encounter. Vielleicht. Die sollten dann aber auch mal gefangen werden, sage ich. Boah, das ist aber auch Schmutz, Alter. Sei ja, ehrlich. Ja, sehr, 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 sehr unlucky gewesen. Ja. Beziehungsweise wäre es lucky gewesen, wenn wir ihn gefangen bekommen hätten, aber trotzdem unlucky jetzt insgesamt mit den Encountern. Aber so ist es halt, ne? So ist es. So ist es. Gut, dann war es das aber auch schon wieder von dieser Folge. Schaut unbedingt bei Flo rein, da gibt es dann die nächste Folge, um keinen verpatzten Encounter zu verpassen. Lasst ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, wie wir das machen sollen mit den Pokémon, ob wir die Route bei Route und Route verlinken sollen oder einfach, weil wir die gefangen haben. Also übrig bleiben nacheinander. Aber ich glaube, ich mag das schon an sich, dass es so nacheinander, also gut Route sein muss, aber könnte tricky werden, langsam. Schreibt es in die Kommentare, wir richten uns natürlich wie immer nach euch. Sofern ihr Kanalmitglieder seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao.